Ein herzliches Hallo von mir an euch. Es gibt heute wieder eine neue Folge Phasmophobia. Ich hoffe, euch gefallen die Videos immer noch. Ich nehme ja wirklich random einfach auf, wenn ich mit meinen Leuten spiele. Und es passiert nicht immer so viel Spannendes in den Folgen, aber ich zeige es ja euch trotzdem. Hier gibt es ein bisschen was, was passiert tatsächlich in der Folge. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut! I've also written some notes on the whiteboard if you need them. Nothing to report, but it looks like whoever was here left in a hurry. Ich glaube, wir sollten öfter mal hören, was der uns zu sagen hat da am Anfang, ne? Also. Raum unter 10 Grad, dreckiges Wasser und Geister-Event. Diesmal ist es TT, Thomas Taylor. Gruppen und Singles. Wir können ihn verärgern. Steht das immer da? Ach so, wenn man den Namen ausspricht. Ja gut, das wissen wir ja. Also wir haben jetzt keine Vorbereitungszeit. Es geht. Ja, war nicht erste Runde auch? Ne, erste Runde war fortgeschritten, glaube ich. Rein, raus, schnell. Alles klar. Aber ich mag das Haus voll. Also das andere finde ich noch schöner in dieser Optik. Hier war EMF3. Ich glaube, hier war auch ein Step in der Küche unten. Ach, dann war er das. Ja, ich hab's gerade abgehört. Ich hab hier gerade 11 Grad gehabt. Irgendeiner will unseren Van abfackeln, dann I'm sorry. Ja, ja. Wenn der Van brennt und wir dann nicht mehr wegkommen. Geil. So, Voodoo-Puppe kann ich gerade nicht aufnehmen. Achso, ich leg mal das Buch direkt in die Küche. Der hat mich angeaht. Ich hatte gerade voll Heartbeat. Und ja, ich auch. Aber er ist richtig aggressiv. Hat einer Fotoapparat? Nein. Ich denke mal, Geister-Event ist jetzt erledigt. Oh, ich bin erschrocken des Todes. Ja, ich auch. Ich wollte gerade das Buch hinlegen, auf einmal übelst Heartbeat. Übelst. Ich denke halt immer sofort, dass die Jagd losgeht. Ja, ich auch. Es ist ja Profis, hätte ja auch sein können, ne? Henrik, was ist denn die machen die Aktivität? Die ist auf null. Dann gehen wir nochmal zurück. Geister-Event ist erfüllt. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Schreib in das Buch. Er hat ins Buch geschrieben, Tina Instant. Hat jemand ein Fotoapparat schon dabei? Leider noch nicht. Aber dort muss es auch noch unter 10 Grad sein in dem Raum, weil das ist noch nicht erfüllt. Ich bringe noch einen Bewegungssensor auch mit. Du läufst hier mit deiner Kamera hin und her. Ja, ich will nicht alleine in den Raum, der ist da drin, da schrecke ich mich. Ich
hab doch Angst. Ja, ich auch. Nein! Aber sag das Wort nicht im Haus, okay? Darfst das Wort mit A nicht im Haus sagen? Was? Arschloch. Auch. Auch darf ich nicht sagen. Er ruft gerade an. Aber der ruft dort hinten an. Wo war der Knochen, Genrix? Ich habe keinen Knochen gefunden. Oh, ich dachte. Wahrnehmen. Hier. Oh, da. Der Weißblick. So ein Kind. Hier. Gib uns ein Zeichen. Er war dort hinten in der Ecke, oder? Ich habe ihn ja nicht gesehen. Wir haben hier 3 Grad, 6 Grad, 5 Grad, 4 Grad. Ich habe ein Foto gemacht. Ah! Von ihm? Aktivität auf 3. Ja, Foto von ihm müsste es hoffentlich sein. Ich sehe ihn zumindest auf dem Foto. Also mit der Temperatur müsste jetzt auch erledigt sein. Temperatur ist erledigt. Was haben wir schon alles gefunden? Okay, also, Foto vom Geist ist da. Juhu! Also, was haben wir? Nur das Buch, oder? Stand er an dem Fenster eben? Nee, er stand rechts in der Ecke, bei dem runden Tisch. Also jetzt gerade, obwohl ich das Foto gemacht habe, stand er rechts bei diesem runden Tisch da drüben. Keine Orbs. Ey. Mach Licht aus. Achso, ich wollte den Bewegungssensor noch dran machen. Ja, ich muss noch. Also ich habe ein Fotoapparat. Ich habe gerade auch einen mitgenommen. Wir können ja wegen dem Wasser noch mal gucken. Aktivität ist ziemlich hoch gewesen gerade. Ich glaube, jetzt hat er Bock auf uns. Ja, ich will nicht, dass es wieder ein Revenant ist. Ich habe Angst. Er wird schon wieder ein Revenant haben. Jetzt ist das so ein Bug. Ja, dann kriegen wir nur noch Revenants. Ja, aber dann sind die Aufgaben ja schnell erledigt. Rein, Revenant, raus. Ja, aber da bräuchten wir jetzt noch, was war das? Fingerabdrücke nicht. Und was war es noch? EMF 5. Also EMF hat man auf jeden Fall schon auf 3 erst. Hat der jemand schon... Ach, sie hat wieder die Fingerabdrucktaschen. Und EMF liegt okay, eins gerade, drin. Lass uns einfach mal schnell rein. Alleine, wenn ihr geht. Nehmt okay, mich wir gehen gerade zu dritt rein. Fingerabdrücke am Fenster. Paparazzi. Klipp, klipp. Ja, aber voll. Guckst du EMF? Oder? Ja, ich hab's mal so. Na, oder wir machen das Licht mal an und gucken nach EMF. Vielleicht mag er ja kein Licht. Ach nee. Wer geht denn hier zuerst raus? Hä? 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 Bei dem Revenant kannst du eigentlich nur jedes Fotoapparat in die Hand nehmen. Wenn der dir kommt, machst du ein Foto. Na, ein Foto vom Geist haben wir ja schon. Also das ist ja schon... Die 10 Dollar haben wir. Wir brauchen halt eben F5 für ein Revenant, ne? Ja. Oder das Buch. Das Buch haben wir ja schon.
Also es kann nur eben die Geisterbox. Gerade nicht die. Okay. Wer möchte mit dem Geist reden? Und der war, der hat mit mir, also der war in dem Raum, ich habe ja den da gefragt, wo Tina das Foto. Er hätte ja mit mir reden müssen. Er war beschäftigt mit Posieren, er konnte nicht reden. Ich kann eure Haare abfackeln. Also, wir müssen noch mal rein. Einer muss noch mal mit der Box sprechen und einer mit dem EMF rumlaufen. Was macht denn die Sanity? Ich will gar nichts machen. Ich will nicht sterben. Naja, es geht an sich noch. Los, wir gehen noch mal rein. Ich hab's Foto, also Fotoapparat. Okay. EMF liegt ja eins drin. Jetzt fällt instant die Tür zu. Kannst du mich hören? Ja. Kannst du mich wahrnehmen? Ja. Kannst du mich hören? Mein Kind. Kannst du mich? Und sein Zeichen. Kannst du mich hören? Er hat hier an der Klinke rumgespielt. Er ist hier, aber er redet nicht. Also mit mir redet er nicht. EMF schlägt auch nicht aus. Soll ich Geisterbox machen und du stehst mit Foto da, Genrix? Ja, können wir machen. Ich habe gerade die ganze Zeit auch geredet, aber ich bin gemute. ich dachte so, er reagiert auf mich nicht. Aktivität ist offene geschweigen 6. Bist du. Er hat wieder ins Ohr geknarzt. Er ist als so ein Geist an dir vorbeigezischt. Oh Gott, er hat glaube ich auch die Tür zugemacht da rechts. Ja, er hat die Tür zugemacht und er ist von dem einen Ort auf dem anderen. Also durch den ganzen Raum ist er geflogen gerade. Also wenn, dann würde ich aber die Tür dort nochmal aufmachen. Ist er mit euch? Er spielt hier immer noch an der Türklinke rum. Nee, aber der macht dort immer spielt an der Türklinke rum und das ist ein bisschen naja. Was machen wir denn jetzt? Naja, wir müssen mit der Box nochmal. Susi, dann überwachst du die Aktivität und wir gehen nochmal fix rein, ja?
Ach, da bist du. Hallo. Oh mein Gott. Ich bin ganz verschreckt. Bist du gut? Ja. Ach Mann, ich trau mich dort nicht mehr hin wegen der Box. Aber ist das nicht so, dass der Revenant nur die ins Buch schreibt? Und nicht diese Kreise und diese Zeichen? Ja, das ist eigentlich ein Dämon oder ein Oni, glaube ich, meistens. Aber wir haben ja nur noch... Wen haben wir denn jetzt noch zur Auswahl? Spirit, oder? Ja. Ja. Stärken keine. Wollen wir mal mit dem Räucherstäbchen dort rein? Kann vorübergehend gestoppt werden, indem man den Geisterraum ausräuchert. Ja, das können wir doch machen. Und dann gucken wir mal, ob die Aktivität immer noch... Genrix, wir sollten aber Pillen nehmen. Ja, auf jeden Fall. Okay, Bewegungssensor ist auf jeden Fall dort. Jetzt ist er gerade ruhig, aber ja, Susi nimmt die Räucherstäbchen. Also nach der Runde, bin ich aber auch wieder weg, glaube ich. Das ist dieses Spiel bekommt mir gar nicht gut. Also EMF hatte ich nur 3 ganz am Anfang, glaube ich. Oh mein Gott! Oh. Oh mein Gott! Das ist ein Revenant, Leute, der ist so schnell. Nee, er ist raus. Wollen wir das einfach einloggen? Ja. Das ist mir heute, ist mir das ja nicht so. Ich komme ja nicht mal mit dem Ding in das Zimmer. Also. Der ist ja schon davor direkt so richtig aggro. Ja, der will die Küche verteidigen. Er mag uns da nicht drin haben. Bist du aus deiner Küche? Deine Küche. Revenant. Vor allem, wir haben den ja alle gerade gesehen, ne? Ich habe ein Foto davon gemacht von dir, Tina. Und das ist jetzt unter Fingerabdrücke im Buch. Ja, ich hatte ja schon ein Foto von ihm erst. Also, da stand er ja noch schön in der Ecke. Jetzt ist er ja ganz schön flink unterwegs. Ja. Der ist aber vorhin schon an dir vorbeigezischt, als er die Tür zugeschlagen hat. Ja. Einmal durch den ganzen Raum. Ich glaube, er mag ihn nicht. He likes you. Ja, der Thomas. Tatsächlich wieder ein Revenant. Ey, das ist der dritte. Der dritte in Folge, ja.